Ja, ganz herzlich willkommen, Dr. Sönke Schulz. Sie sind geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages und damit ein Vertreter eines der drei kommunalen Spitzenverbände. Daher meine Frage, wir diskutieren das Thema smarte Kommunen oder smarte Landkreise oder smarte Gemeinden in den Landkreisen, wie immer. Wird das ein Kennzeichen unserer Zukunft im urbanen und ländlichen Umfeld werden, die Smartheit der Kommune und der Gemeinde? Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Attraktivität von Städten, Gemeinden und Kreisen nur erhalten werden kann, wenn wir die Chancen der Digitalisierung auch nutzen. Das bedeutet aus meiner Sicht smarte Kommune zweierlei. Einerseits, dass wir die Verwaltungsleistung komplett digitalisieren, möglichst nutzerfreundlich, möglichst einheitlich und ein bisschen standardisiert anbieten können, sozusagen als Basis. Dann brauchen wir eine Basisinfrastruktur, Glasfaser, 5G-Ausbau und darauf aufbauen, das ist dann sozusagen aktuell, würde ich es noch als Kür bezeichnen, Angebote der digitalen Daseinsvorsorge, also die Weiterentwicklung der klassischen Daseinsvorsorge mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Ja, nun, Landkreistag heißt, Sie als Vertreter der Landkreise haben im Blick im Wesentlichen mal Regionen mit nicht so dichter Bevölkerung, im Gegensatz zu Städten, geschweige denn Großstädten. So. Da sind smarte Technologien eigentlich doch sogar von großem Vorteil, weil man gewisse Nachteile, was die Fläche angeht, vielleicht durch Technologie überbrücken kann. Also müssten Landkreise die Vorreiter sein in Sachen Digitalisierung und Smartheit. Genau, das sehe ich genauso, wie Sie es beschrieben haben. Digitalisierung war jetzt in den letzten Jahren eher so als urbanes Thema beschrieben. Smart City war ja sozusagen das Schlagwort. Ich glaube aber tatsächlich ist es so, dass gerade ländliche Regionen, der ländliche Raum, den es so ja nicht gibt, sondern ganz unterschiedliche ländliche Räume in Deutschland, davon profitieren kann, indem beispielsweise E-Health-Angebote ausgebaut werden, Mobilität ganz anders gedacht wird, aber bis hin auch zur Frage, ob ich Coworking auf dem Land realisieren kann und so meine Wohnort- und Arbeitgeberattraktivität auch steigern kann. Die Smartness in der Daseinsvorsorge, wie könnte man sich das jetzt in ländlicheren Regionen, was ich jetzt positiv meine, ja, vorstellen? Ich glaube, es geht einerseits um die Weiterentwicklung der klassischen Daseinsvorsorge um digitale Technologien. Also wir haben schon immer öffentlichen Nahverkehr. Den müssen wir aber möglicherweise ganz anders denken und ganz neu denken mit Technologien, digitalen Technologien. Es geht aber auch, glaube ich, darum, neue Themenfelder zu erschließen, die mit Daseinsvorsorge verknüpft sind. Also beispielsweise die Frage, wie gehen wir perspektivisch mit Daten um, der Bürger, mit Daten, die wir im kommunalen Bereich vorhalten. Wie schaffen wir Infrastrukturen, Speicherkapazitäten und Ähnliches, sind das vielleicht neue Themen der Daseinsvorsorge, auch für den ländlichen Raum, aber auch der Ausbau der klassischen Daseinsvorsorge hin. Und für den ländlichen Raum ist, finde ich, ein schönes Schlagwort zu sagen, nicht Daseinsvorsorge, sondern auch Dableibensvorsorge, damit die Leute vor Ort im ländlichen Raum auch gerne heimisch bleiben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Schulz, angenehmen Tag noch. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.